Hey Leute, Crymix hier, was geht ab, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP und heute zusammen mit Stani, was geht ab, Bro? Was geht ab, Leute, Stani ist mit dabei, Let's go, Digga, und Leute, ihr könnt es schon sehen, heute gibt es mal wieder eine Folge von Auto Hide and Seek in GTA und ich freue mich unnormal auf die Episode heute, denn heute gibt es die OG-Episode gegen meinen OG-GTA-Pro Stani. Bist du ready? Bro, ich bin absolut ready, was ist das hier, Alter, Push-ups, Push-ups. Was hast denn du hier gerade für eine... gut, Leute, also Stani glaubt, er ist hier schon ready, glaube ich aber nicht. Es geht um 10 Millionen GTA-Dollar. Lass dein Like und ein Abo da. Es ist quasi das Duell der Giganten. Es gibt keine größeren OGs in GTA als Stani und mich. Und um da nochmal eine Schippe draufzusetzen, machen wir das Ganze sogar heute noch mit Mini-Autos. Das heißt, es wird noch schwieriger. Es werden komplett kranke Verstecke. Ihr müsst mitraten, Leute. Und ich würde sagen, Stani, lass das Battle beginnen. Du hast jetzt 10 Minuten Zeit, um deine Autos zu verstecken. Und dann werden wir uns die Bilder schicken. Du kannst anfangen, mit welchem Auto du willst. Ich werde auch mit dem Auto anfangen und dann würde ich sagen, let's go, Leute. Oh mein Gott, Leute, wir brauchen ein richtig gutes Versteck, weil, Leute, Stani erkennt sich gut auf der ganzen Karte aus. Lass mich mal überlegen, wo können wir hingehen mit dem ersten Auto, was richtig schwierig ist. Ich will nicht so eine Mainstream-Location nehmen. Das muss schon wirklich was richtig Gutes sein, Leute. Oh mein Gott, Leute, ich habe eine richtig gute Idee. Und zwar, Leute, wir sind hier gerade ganz oben bei der Map, Leute, hier ganz im Norden. Und, Leute, wenn man ein echter GTA-OG ist, dann kennt man diesen Park, wo ich jetzt gerade bin. Denn hier musste man in der Story mal mit Trevor rumlaufen. Die OGs kennen das noch. Ich glaube, ich werde Stani gleich einfach von dem Schild hier mal ein Bild schicken. Da muss er das schon eigentlich wissen, wo ich bin. Und hier werden wir jetzt einfach irgendwo den Wagen verstecken. Also heute gibt es auf jeden Fall die ganz kranke Edition. Das ist heute die komplette OG-schwierige Edition, Leute. Oh nein, wir hängen hier fest, Mann. Komm, komm, komm. Und dann auch noch mit den Mini-Autos. Weißt du, wisst ihr was, Leute? Ich werde einfach in irgendeinen Busch jetzt damit reinfahren. Also bei Stani da, ich mache es ihm nicht einfach. Ich werde es ihm nicht einfach machen. Aber einfach auch, weil ich weiß, er kennt sich ja gut auf der Karte aus, so, ne? Das muss man ja sagen. Er kennt sich ja gut aus, deswegen... da können wir auch ruhig heute ein bisschen einen raushauen. Ich glaube, schau mal, das ist doch hier richtig. Genau, oh mein Gott, nee, hinter dem Stein hier. Hinter dem Stein? Hier in so einem Busch. Hier, genau. So werden wir machen. Das sieht man nämlich erstmal nicht so schön hinter dem Berg. Dann ist da noch der Busch. Oh mein Gott. Oha, Stani, du bist ja schon richtig gut dabei beim zweiten Auto. Was ist da los? Ich habe so krasse Verstecke, die wirst du niemals finden, Alter. Also ich sag's mal so, ich mach's dir auch nicht einfach, weil ich dann natürlich weiß, dass du dich gut auskennst hier auf der Karte. Ja? Ich habe sogar schon das zweite Auto versteckt, ne? Boah, okay, ich bin jetzt erst beim zweiten Auto, aber alles gut, ich bin gut in der Zeit, es sind erst 3 Minuten vorbei. So, ich bin hier wieder gemutet, nicht, dass der uns hört. Wie gesagt, das zweite Fahrzeug will ich ja hier irgendwo im Sandy Shores Gebiet verstecken. Lasst uns mal überlegen, was ist denn hier so eine kranke Location? Wir könnten hier Human Labs Labor, hier vielleicht, hier ist nochmal so eine kleine Insel. Ich bin echt am Überlegen, Gefängnis ist auf jeden Fall zu einfach. Der Paul Berger kennt ja auch hier einige gute Luke. Oh, Leute, ich habe eine Idee. Hier, bei diesem Steg ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Das ist, glaube ich, hier sehr, sehr gut, Leute. Boah, wir machen richtig schwierige Sachen. Wisst ihr was, Leute? Wir werden jetzt einfach mal da hinfahren. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Location. Ja, das kennt man zwar auch, ist man auch immer mal wieder dran vorbeifahren. Und ich glaube, wenn man sich einigermaßen auskennt, dann findet man das auch, Leute. Aber wir wollen es ja Stani heute schwer machen. Deswegen, wir fahren da jetzt mal hin und sehen uns gleich wieder, Leute. Boah. Okay. Also man kann auf jeden Fall erkennen. Ich glaube, hier war auch irgendwie mal so eine Drogenmission oder sowas gewesen. Man kann auf jeden Fall... man kennt diesen Ort hier, Leute. Man kennt den Ort. Okay, man, ja gut, den Steg sollte man ja auch... Kennt man ja auch irgendwie. Aber wir werden jetzt den Wagen... Boah, hier unterm Steg irgendwo verstecken. Oh, oh nee, leider passen wir hier nicht ganz rein. Oh, wir machen wirklich schon diese... Oh, wir machen eklige Verstecke. Wir machen diese ganz ekligen Verstecke. Let's go. Er weiß ja in etwa, wo das ist. Man sieht ja auch diesen See im Hintergrund. Also das sollte eigentlich nicht so schwer sein. Das ist jetzt nicht unmöglich. So, und wir machen hier auch mal wieder einen Screenshot. Okay. Let's go, Leute. Oh, Leute, weiter geht's. Hey, warte, da ist Stani. Hä? Stani, ich dachte, du hättest schon deine beiden Autos. Ja, ich bin, das hatte ich noch nicht so gut versteckt, dass mich gerade noch am Suchen. Ich glaube, Stani hat ein bisschen geblufft hier. Ich hab mich umgezogen, Alter, eigentlich, dass du mich erkennst und jetzt auf einmal kennst du mich wieder. Ich muss weg hier. Okay, dann versteck mal dein zweites Auto. Und Leute, wir sind jetzt nämlich schon beim dritten. Stani hat nämlich gerade ein bisschen geblufft, ey. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir muten uns auch wieder und werden jetzt das dritte Auto verstecken. Und hier will ich jetzt was richtig Starkes machen, wo er niemals drauf kommen wird. Ja, Leute, weil ihr wisst ja, wer später weniger Autos gefunden hat für die Challenges,
der kriegt auf jeden Fall schon mal einen Punkt weniger, ja? Das heißt, wir müssen uns jetzt hier richtig Mühe geben. Let's go. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier für das dritte Auto in die Stadt gefahren. Habe ich ja gerade eben schon gesagt, damit wir schön unsere ganzen Autos auf der ganzen Karte verteilt haben. Ich meine, ihr wisst ja, das erste Auto war hier ganz oben. Dann hier ist das zweite und jetzt sind wir hier. Also einfach schön über die ganze Karte verteilt. Und ich habe hier ein bisschen gerade eine kranke Idee. Soll ich... Aber ich weiß nicht, ob das zu... Ich weiß nicht, ob das zu hart ist. Einfach hier ins Wasser reinparken? Oder ist das zu krank? Der Arme, das wird er ja niemals finden. Boah, Leute, ich hatte gerade noch eine andere gute Idee. Und zwar, wir fahren hier einfach zu so einer fetten Mega-Villa, die man auch aus der Story kennt. Ich weiß nicht mehr, wie der eine Typ heißt. Ist es nicht dieser Martin Matrazzo oder irgendwie, wie der heißt da in der Story-Mission, der hier in dem Haus wohnt? Oh Gott. Oh, hallo? Ey, ey, ich hänge hier am Zaun fest. Und zwar, das sollte man eigentlich auch als echter OG kennen, die Villa. Dann schicke ich ihm einfach ein Bild von dieser Villa, wo man gar nicht viel aber außenrum erkennt. Und da muss er nämlich von selbst wissen, wo die ist. Und jetzt werden wir das Auto hier noch schön irgendwo verstecken, Leute. So, lass mal kurz gucken, was hier so eine schöne... Location. Wir können ja vielleicht hier irgendwie so... Oh mein Gott, hier kommen wir sogar echt hin. Oh, ho, ho, ho. Das muss der erstmal finden hier. Das ist zu krank. Jetzt hier runter, genau. Weil man darf natürlich nur an Orte, wo man wirklich mit dem Auto hinkommt. Aber ey, wir kommen ja wirklich hier hin, ohne irgendwie cheaten oder sowas. Und jetzt einfach im Pool hier verstecken. Und jetzt im Pool verstecken. Oder komm, würden wir hier sogar unter die Treppe kommen? Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich glaube, das schaffen wir nicht unter die Treppe. Egal, wisst ihr was, Leute? Dann jump ich jetzt hier einfach in den Pool rein. Und let's go. Zack. Schön das Auto hier im Pool drin geparkt. Das muss der Paul Berger hier aber auch erstmal finden. Das ist ein krankes Versteck. Und dann würde ich sagen, Leute, werden wir ihm jetzt hier noch ein Foto von der letzten Location schicken. Und dann sind wir ready. Ich hoffe, dass dann Stani auch alle seine Autos versteckt hat. Versteckt oder nicht, ist egal, Leute. So, weil die Zeit ist dann jetzt eh gleich rum. Ich sehe nämlich hier, 10 Minuten sind vorbei, die Zeit ist abgelaufen. Wir haben eigentlich auch schon ein bisschen länger gebraucht, aber egal, wir drücken jetzt hier mal ein Auge zu, ne? Wir sind ja hier der Papa Crimex. Bei uns, wir dürfen auch mal ein paar Minuten länger brauchen. Ich werde ihm jetzt einfach ein Foto auf ganz wild einfach nur so von diesem Haus hier schicken. Stani, da musst du wissen, da musst du schon, da musst du halt OG sein, da weißt du auch, wo das ist. So, das sieht man nämlich auch nicht viel im Hintergrund. So, Stani, bist du ready oder was? Die Zeit ist vorbei. Digga, meine Autos sind so gut versteckt, die wirst du niemals finden, Junge. Ja, alles klar, ist schon klar, Digga. Ich kenne die GTA-Karte besser als meine Unterhose, Junge. So genau wollte ich das jetzt auch nicht wissen. Ja, gut, okay, wie machen wir das mal, jetzt? Dann hol mal hier dein Handy raus und dann schicken wir uns jetzt mal hier die Fotos zu. So, ich sende dir mal die Fotos rüber. Ich habe dir meine drei Fotos auch geschickt. Ey, was sind das denn für schlechte Fotos, Junge? Ey, die sind voll gut, Alter. Was redet der da? Boah, dieses ein Schild. Das Schild gibt's doch überall, Junge. Hey, nee, gar nicht. Wenn du OG bist und die Story gezockt hast von GTA, dann kennst du den Ort auch, ja? Ja, ich kenne eh alle Orte. Aber ja, alles ich sag klar. Dir ehrlich, ich weiß jetzt schon, wo alles ist. Leute, wir schauen jetzt hier mal in die Fotos rein, die mir Stani geschickt hat von den drei Locations. Ihr kriegt die jetzt hier mal eingeblendet. Ich habe mir die jetzt hier mal auf meinem anderen Bildschirm aufgemacht. Leute, das sollte machbar sein. Fire Station, Blaine County, da steht ja sogar schon, wo das ist, hä? Dann ein Supermarkt und wisst ihr was, Leute, wir fangen erstmal bei dem ersten Foto an und dann würde ich sagen, der Countdown läuft ab jetzt 10 Minuten, let's go. Ja gut, dann lass jetzt suchen, 10 Minuten. Ja, okay, aber. Der Countdown läuft ab jetzt, guck mal, ich habe hier extra schon zwei BMW M4 extra ausgeliehen, let's go. Okay, Leute, also ich habe ja gerade schon gesagt, wo wir als erstes anfangen. Hier, da, bei dem ersten Bild, da steht ja sogar die Location dran, hier, Blaine County Fire Station, hä? Stani, was ist denn das für eine Aufgabe? Ist doch keine Challenge für mich. Weißt du, wo Blaine County ist, du Idiot? Digga, das ist ganz oben. Natürlich weiß ich, wo das ist. Ich weiß auswendig, wo das ist. Ist doch kein... Fahren wir da hin. Ja, ich fahre jetzt hin. Die Zeit läuft, Leute. Let's go. So, Leute, wir sind jetzt hier schon mal im Blaine County-Gebiet, wo ich angeblich nicht weiß, wo das ist. Bin hier öfter als, keine Ahnung, ich meine Haustür verlasse, bin ich öfter im Blaine County-Gebiet. So, und hier ist auch schon die Fire Station. Zack, easy, Leute. Muss nicht mal Karte aufmachen. Fire Station Number 1, Blaine County. Hier hat Stani das Bild gemacht. Genau hier von diesem Schriftzug. Das heißt, irgendwo hier... Also, ey, Stani, sorry. Was denn? Wie leicht willst du es mir eigentlich machen? Standard-Skill, ja. Hä, wieso? Bro, ich laufe in den ersten Busch rein und finde das Auto. Ja, hä, kann ich doch nicht wissen, dass du in den Busch reingehst, Alter. Also, das war ja maximal einfach. So, ich hab deine erste Location auch schon gefunden. Was laberst du? Ja, okay, toll, toll, Stani. Toll, dass du auch die gefunden hast. So, Stani, das war ja jetzt komplett einfach, die erste Location zu finden. Ich hab's sogar schon...
Was? Was laberst du? Deine Location ist auch übelst einfach zu finden. Ja, ja, komm, dann find mal meine Location. So, ich bin jetzt hier schon mal im Haus, ich muss halt nur noch das Auto finden. Leute, wisst ihr was, wir machen jetzt direkt mal weiter, die Zeit läuft, der zweite Location, wo ist das Bild hier? Aber wo willst du denn hier mit dem Auto hingefahren sein? Ja, dann guck doch mal, ich sag mal, die Autos sind klein, die konnten auch über die Treppen fahren und so, oder ich weiß ja nicht, bei welcher Location du gerade bist. Bin abgespeichert, okay, hier weiter geht's. Nächste Location, ey, das ist doch da, das erkenne ich doch direkt. Das ist doch hier der Supermarkt hier im Sandy Shores Gebiet, Digga. Hä, woher weißt du das? Bro, ey, das ist der neben der Tankstelle ist, Alter. Hä? Ich dachte, du wolltest mir das ein bisschen schwer machen, Stani. Ich finde dein Auto hier nicht, Bro. Du bist da niemals hingefahren. Hä, wo soll das Auto von dir Bro, sein? Bro, Real Talk. Man sieht es in meiner Aufnahme, ich bin überall hingefahren. Das ist überall hingefahren. Es ist kein Ort, wo man sich irgendwie hin teleportieren musste oder so. Bist du gerade bei dieser roten Villa, oder was? Ja, ja. Ja, Bro, dann, ich sag mal so, ich hatte das kleinste Auto von allen und ich konnte damit überall hinfahren. Überleg mal, guck das ganze Haus an. Und wenn Leute, das ist natürlich unfair, das Anwesen hier ist echt riesengroß. Es ist wirklich, soll ich Stani einen Tipp geben? Ach komm, Stani ist so Noob. Nee, brauchst du nicht. Wenn du willst, gebe ich dir einen Tipp, du Noob. Dann darf ich dich aber die ganze Zeit Noob nennen, wenn ich dir einen Tipp gebe. Nein, ich will von dir keinen Tipp haben. Ich finde das schon alleine hier. Gut, okay, ich fahre jetzt auch mal weiter zur nächsten Location, Leute. So, das ist ja da. Also, ich weiß eigentlich, wo das ist, Leute. Ich weiß komplett, wo das ist. Oh mein Gott, du hast den Pool versteckt. Easy. Okay. Hab's gefunden. Ja, toll. Du hast eins der Autos gefunden. Aber ich muss sagen, hätte ich nicht gedacht, dass du das Haus so schnell findest. Da muss ich sagen, Props gehen raus. So, ja, ist auch schon OG so ein bisschen, ne? Kennt man ja so aus der Mission, aus dem Story-Modus. Okay, Leute, wir sind jetzt hier angekommen. Und zwar, das müsste genau der Supermarkt sein. So, einmal kurz Bild vergleichen. Ja, die Fahrradständer sind da, alles easy. Also, Leute, da muss Stani sich schon mehr einfallen lassen. Gucken wir erstmal hier außen rum, hinten bei Mülltonnen oder sowas. Okay, nee, hier ist nichts. Wahrscheinlich ist er in den Laden reingefahren. Wahrscheinlich ist er in den Laden reingefahren. Nein. So, hinten schön in den Laden rein. Und nee, also das... Ja, das war ja auch eins meiner einfachen Verstecke. Das letzte ist richtig schwer. Okay, also ich muss wirklich sagen, ich dachte, das wird hier ein bisschen OG-Battle so. Ich dachte... Ey, und ich habe deine zweite Location auch schon gefunden. Ja, ich dachte was wirklich... Was willst du? Stani ist heute mal ein Gegner. Armin und Russik, okay, die sind ja noch nicht so lange im GTA-Game. Oh mein Gott, dein zweites Auto unter dem Dings, unter dem Steg versteckt. Ganz großes Kino. Hä, das ist schon auf jeden Fall besser. Ah, ey, ich wurde angefahren. Stani hat hier Leute sabotiert, die mich anfahren. Willst du mich veräppeln? Das war doch übelst das einfache Versteck. Ja, okay, gut, dann geht's weiter. Dann ist jetzt gleich auf, dann sind wir gleich auf. Beide bei zweiten Location. Weiter geht's mit der dritten Location, Leute. Mal schauen, wer zuerst fertig ist. Guck jetzt auch mal hier, nächster Ort. Okay, das ist tatsächlich jetzt das Schwierigste. Weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, wo das ist. Irgendwo sieht für mich nach so Blaine County, Sandy Shores mäßig aus. Warte, lass mich mal kurz auf der Karte schauen. Wo sind denn diese aufgebockten Boote? Das sieht irgendwie hier so aus, als wäre ich hier da an dem See hier so entlang gefahren. Oh, ey, da muss ich jetzt sagen, das finde ich tatsächlich mal ein bisschen, ist mal eine Herausforderung. Ich weiß, dass hier sind Boote, aber hier ist manchmal auch so ein Boot aufgebockt. Ich fange mal hier an. Muss da irgendwo am Wasser sein? Oder ist es hier ganz irgendwo außerhalb? Warte mal, hier, das könnte auch sein. Oh, Leute, hier muss ich sagen, habe ich tatsächlich ein bisschen... Das könnte an vielen Orten sein. Das muss auf jeden Fall ein Sandstrand sein, deswegen... Ja. Warte, nein, das ist, glaube ich, oben im Blaine County da am Meer so richtig. Nicht nur hier an dem See. Aber ich guck mal hier sicherheitshalber, weil hier ist auch manchmal so ein Boot aufgebockt. Okay, ich muss sagen, die dritte Location ist tatsächlich mal eine Aufgabe. Leute, wisst ihr, wo das jetzt schon ist? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten, dann schaue ich mal hier. Das sind auch manchmal... Das war ja auch meine beste Location. Ja, die dritte ist tatsächlich die stärkste. Aber ich sehe da hinten noch mal eine Insel. Nee, wir müssen auf die Hinweise achten. Ich sehe da noch mal eine Insel. Oh, hier können... Ich fahre mal hier hin. Ich fahre mal dahin. Da ist ja noch mal so eine kleine Insel im Wasser. Ansonsten müssen wir mal gucken. Irgendwo die Küste entlang, glaube ich. Und da... Warte mal, da ist so ein rotes Missionsfeld im Wasser. Das muss bei einer Mission sein. Oh, ich kenne den Ort, Leute. Ich kenne den Ort. Ich habe ihn schon mal gesehen. Ist aber schwierig. Okay, wir fahren jetzt aber erstmal hier hinten hin. So, wir sind gleich da. Wüsstet ihr es direkt, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich muss wirklich sagen, du bist bei welchem Ort bist du jetzt? Ich suche gerade das Schild, aber ich habe gerade einen Disconnect, aber ich bin jetzt gleich da. Okay, und hier ist ja diese fette Villa. Hier ist es auch nicht.
Also ich habe eine Vermutung, wo das Schild ist. Ich glaube, das ist hier beim Observatorium. Er denkt, es ist beim Observatorium. Oh, geil, Leute, aber ist gut, wir haben beide Probleme. Wir haben beide Probleme. Hä, ist das nicht beim Observatorium? Ja, vielleicht prank ich ja auch gerade. Wer weiß, ob es wirklich beim Observatorium ist. Warte mal, ich muss das mal genauer nochmal angucken. Oh, Leute, Alter. Ich muss hier die Küste abchecken. Wisst ihr was, weil ich da so ein Missionsfenster sehe, werde ich jetzt hier mal zu diesem Bootsgaragen fahren. Das könnte hier sein oder es könnte auch da sein. Wir fahren jetzt als nächstes mal hier hin, Leute. Let's go. Das ist wirklich meine einzige Chance, die ich habe, dass es hier dieses Missionsfenster Stani so ein bisschen verrät. Ansonsten bin ich, glaube ich, echt aufgeschmissen, weil so Boote können ja überall sein. Aber warte mal, hier ist ein Boot! Ist das Boot von dem Screenshot? Nee, oder? Doch, warte. Das hier müsste es sein. Die Insel im Hintergrund, das Missions... Doch, das hier ist es! Wir sind, glaube ich, an dem Ort. Wir sind am dritten Ort von Stani angekommen. Stani, ich hab dein drittes Auto gefunden. Nein! Doch, ich hab's. Ey, Bro, ich muss Real Talk sagen, dieser rote Missionskreis da nicht im Hintergrund, wäre ich niemals drauf gekommen, wo das ist. Alter. Weil deswegen bin ich zu diesen Missionsfeldern auf der Karte gefahren. Ansonsten hätte das ja überall auf der Karte sein können. Aber Leute, wir haben alle drei Autos. Stani hat jetzt noch 2 Minuten Zeit, Leute. Dann ist der Countdown abgelaufen. Und dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns gleich wieder beim Ding. Ja, wir gucken mal, wie es bei Stani läuft jetzt. Ich glaube, das ist irgendwo bei Sandy Shore. Bro, guck mal. Ich habe dir ja schon mal so einen kleinen Tipp gegeben, ne? Wie, was 2 Minuten hast du noch. Du warst in der Story, warst du schon mal da. Und ich sag dir, es ist im Blaine County Gebiet. Ja, das weiß ich. Weit oben auf der Karte. Ah, ich weiß wo. Ja, Leute, seht mal, mit Tipps schafft das. Ja, ich glaube, ich weiß, wo es ist. Mal gucken. Ich hab's. Ja, hast du? Oh mein Gott. Stark. Oh mein Gott, nur weil ich rübergeflogen bin. Bro! Das war ein hartes Versteck. Schön noch im Busch drin. Ich habe den Dings auch gar nicht gefunden. Warte mal, wo ist denn hier das Schild? Ich habe das Auto gefunden, aber nicht mal das Schild. Bro, das ist doch dieses Parkschild da, wo man mal rumlaufen muss. In der Mission, wo irgendwie jemand entführt wurde oder so. Da kennt man das aus der Story. Digga, ich habe nur das blaue Auto gesehen und deswegen wusste ich, ah, hier ist es. Aber hey, krass. Okay, Stani, die Zeit ist also abgelaufen. Du hast es geschafft. Mit einem kleinen Tipp, aber du hast ja auch einen Tipp durch das Missionsziel. Ja, ist okay. Sei dir gegönnt. Alle drei Autos hat er in der Zeit gefunden. Aber Leute, jetzt wird sich noch rausstellen, wer hier wirklich der bessere GTA-Spieler ist. Und zwar werden wir jetzt 3 Challenges machen. Du darfst für jede Challenge ein Auto verwenden, aber du darfst es eben nur einmal verwenden. Danach ist es weg. Es gibt einmal ein Rennen, dann geht es darum, eine Eisrampe hochzufahren und dann so ein kleines Sumo-Battle. Ja, du musst für jede Challenge das richtige Auto einsetzen. Und wir werden als erstes mit einem Rennen anfangen. Such dir ein Auto raus. Für Rennen nehme ich das kleine hier. Den kleinen Flitzer, okay. Ich muss überlegen, was ich am besten mache, Leute. Was lohnt sich am meisten? Sumo Battle, braucht man was Großes? Kleines ist gut, Leute. Ah, ich werde auch den kleinen Flitzer nehmen. Was? Ich werde auch den kleinen Flitzer nehmen. So, zack. Und zwar, wir machen hier einmal komplett bis hinten, dann links um die Ecke und dann wieder zurück zum Start. Okay, dann würde ich sagen, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann 3, 2, 1, let's go. Oh, ey. Oh mein Gott, okay, Stani ist vorne. Wir haben hier beide diese... Ja, schneller, was ist das denn? Ich habe meinen Akku voll aufgeladen. Ey, ich schaffe locker, aber in Probe. Ich werde nämlich gleich Tricks machen. Ich werde hier auch... Ey, der ist ganz minimal schneller wie ich, Leute. Digga. Ey, du hast den Akku echt, aber es ist Kopf-an-Kopf-Rennen, Bro. Das ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Ich nehme einfach deinen Windschatten mit. Checkst du das? Oh nein, kippe! Nein! Yeah. Oh mein Gott, warum kippt mein Auto denn? Ich war zu schnell, bin zu schnell in die Kurve gefahren. Bro, damit habe ich nämlich gerechnet, weil du kein guter Autofahrer bist. Scheiße, nein, Leute, nein. Wir sind so weit hinten, das hat so viel Zeit gekostet, das schaffen wir nicht mehr aufzuholen. Das schaffst du nicht mehr, du Rentner. Da bin ich locker im Ziel. Nein. Ich bin im Ziel, Bro. Ah, okay, Leute, das bedeutet, der erste Punkt geht an Stani. Er hat das Rennen gewonnen, aber es gibt noch 2 weitere Disziplinen. Alles gut. Als nächstes werden wir ein Sumo-Battle machen, Stani. Okay, Stani, hier oben ist die Sumo-Map. Jeder wird auf eine Seite gehen und dann werden wir uns versuchen, runterzuschubsen. Ich wähle den Einkaufswagen. Let's go. Alter, ey, ich wollte auch den Einkaufswagen wählen. Ey, du bist ein 31er, du machst mir alles nach. Ey, Bro, ich wollte Retalk auch den Einkaufswagen nehmen. Aber ist ja auch egal. Wir machen jetzt Best of 3, okay? 3 Runden. Drauf an, wer besser fährt. 3 Runden, so, warte mal, da steht. Und dann geht's gleich los. 3, 2, 1, let's go! So, jetzt wird Stani hier sein blaues Wunder. Oh, er will hier ausweichen. Ja, jetzt!
Power! Nein! Bam! Oh nein, Leute, das sieht ja gerade gar nicht gut aus hier für mich. Okay, das heißt, erste Runde geht an Stani, aber wir machen Best of Three. Oh, ich bin der absolute Sumo-Chef. Komm, dann 3, 2, 1, let's go. Jetzt. Frühstart! Boom! Oh ja, ich hab ihn gekippt! Jetzt runter, runter, runter mit dir! Runter mit dir, du Schmutzbengel! Nein! Ja! Nein! Ja! 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 Oh mein Gott, Leute, so spannend. 1-1. Oh mein Gott, wer das jetzt die nächste Runde gewinnt, das entscheidet jetzt eigentlich alles. Wenn Stan jetzt wieder gewinnt, dann hat er ja quasi schon von zwei Disziplinen, von 3-2 gewonnen und so. Okay, dann würde ich sagen, 3-2-1, let's go. So, komm, Stani. Er will mich hier wieder outplayen. Nein! Nein! So, jetzt kann ich das Ding zumachen, Alter. Scheiße, Mann. Okay, es steht 2-1. So, komm. Letzte Runde jetzt, oder was hier? Nee, ja. Wenn ich jetzt gewinne, habe ich jetzt gewonnen. 3-2-1, let's go. Oh! Das ist wirklich, weil man kippt, ist ganz gefährlich. Sumo Battle, oh! Ja. Komm. Erst defensiv. Jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Ich hab dich! Ja! Ich muss mich besser positionieren. Ich muss ein gutes Positioning. Ich darf jetzt hier nicht in die Schräglage kommen. Ja, ich bring dich zurück in deine Base. Wow! Oh, jetzt rammt er mich schon weg. Wow! Oh mein Gott, ist das knapp. Oh mein Gott, das ist hier ein richtiges Battle um die Ehre. Nein, er hat mich. Oh mein Gott. Nein, was ein Comeback von dir. Oh mein Gott, Alter. 2-2, ey, es könnte nicht spannender sein. So. Was ein Sumo-Battle, Leute. Last Battle, 3, 2, 1, let's go. Ich war schon los, Mann. Oh, er hat Frühstart gemacht. Der fällt doch schon von alleine runter hier. Oh, schnell, Trick, Alter. Oh, nein! Oh mein Gott, aber das bedeutet, es steht 1-1. Er hat das Rennen gewonnen, nicht das Sumo-Battle. Und das heißt jetzt, die Schneerampe wird jetzt entscheiden, wer besser ist, Leute. Let's go. So, Stani, wir kommen jetzt hier zur letzten Challenge. Und zwar, wer... Das gleiche Auto. Ja, deswegen habe ich mir was überlegt. Und zwar, wir machen jetzt dreimal random Vehicle Spawn und jeder darf sich davon eins aussuchen. Okay. So, dann spawnen deine drei zufälligen Fahrzeuge. Und ist dann halt auch ein bisschen... Ja, das zählt nicht. Ist dann natürlich das auch ein bisschen... Nicht. Oh nein, das ist totale Scheiße, mein erstes Fahrzeug. Oh mein Gott, ich hab Ghostbuster-Mobil. Ich glaube auch nicht, dass es so gut ist. Ey, was ist das denn? Ich hab auch komplett schlechte und meine... Nein! Bro, ich hab nur schlechte Autos. Bro, ich hab auch... Guck mal, was ich habe. Ach du Scheiße. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, ich will das Ghostbuster-Mobil. Ja, Digga, ich glaub... Was hab ich denn hier? Was hast du denn? Guck mal, was ist das für eine Eier... Digga, nein. Ich werde hart auf hart das erste nehmen und das war schon schlecht. Also Leute, oh nein. Oh mein Gott. Ich bin gespannt. Was? Weißt du was, Stani? Dann fang du einfach mal an. Ich werde das mal beobachten, wie hoch du kommst. Ey, wir hatten so viel Pech gehabt letzt. Oh mein Gott, das ist so langsam. Es gibt so viele gute Fahrzeuge. Ey, es ist so langsam, und vor allem jetzt kommt ja nochmal das Ding, was dich runterslowt, weil jetzt kommt es wirklich auf die Traktion an. Oh nein. Okay, Stani, er kommt. Das war's gleich. Nein. Ja, 44 so angekratzt. Ey, wie schlecht ist das denn? Ey, die Autos sind wirklich beide Katastrophe. Aber Bro, mach dir nichts raus. Ich habe auch so ein altes Ding mit Heckantrieb und so. Also das ist auch jetzt wirklich kein gutes Ding, um eine Eisrampe hochzufahren. Also ich glaube, besser wird es bei mir auch nicht. Wir finden es raus, Leute. Und let's go. Oh, doch. Hä? Der ist schneller. Ey, Bro, willst du mich verarschen? Bro, der fährt? Hä? Das hätte ich in Real Talk nicht gedacht. Was ist das für eine Maschine? Der wird gar nicht langsamer irgendwie. Ey, Alter, ohne Spaß, das ist so ein Hackerauto. Das ist ein Hackerauto gewesen. Oh mein Gott, Leute. Let's go. Aber wisst ihr was, Leute? Damit habe ich hier das Battle ganz knapp gewonnen. Aber ist ja auch egal. Beide hier gut gesucht. Beide OGs. Aber weißt du was? Ich will dir mal noch eine lustige Sache zeigen. Und zwar, komm mal hoch auf die Rampe. Komm mal ganz hoch auf die Rampe, ich will dir eine lustige Sache zeigen. Du läufst jetzt hier über die Klippe und drückst dann U. Das ist richtig lustig, dann rutscht man hier runter. Wir rutschen jetzt zusammen. 3, 2, 1, let's go! Leute, und damit würde ich sagen, das soll es gewesen sein. Stani und ich rutschen jetzt noch ein bisschen hier runter. Lasst mal ein Like und ein Abo da. Checkt gern Stani aus, dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute, euer Crimey.